Bus auf kulinarischer Sommerreise durch den Südwesten. An Bord Landfrauen, die in den nächsten Wochen füreinander und gegeneinander kochen. Dabei laden sie alle zum Dinner auf ihren Hof. Am Ende steht die Frage, wer kreiert das beste Landmenü? Christine Huff aus Rheinhessen trifft man oft im Weinberg an. Der jungen Winzerin gehen Qualität und Sorgfalt bei der Arbeit über alles. Michaela Fricke aus dem baden-württembergischen Pfullendorf ist stolz auf ihre Kartoffeln. Auf ihren Feldern wachsen auch ungewöhnliche Sorten. Ein Weingut in Rheinhessen. Ulla Bernhard Räders Leben dreht sich rund um den Wein und um ihren großen Kräutergarten. Die Gemüsegärtnerin Helga Decker ist im badischen Bühl zu Hause. Als Vegetarierin kann sie auf ihren Feldern aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt wurden die Landfrauen von Bianca Güldenberg bekocht. 80 Milchkühe hält sie auf ihrem Rösslerhof in Oberschwaben. Ingrid Jauernick ist die nächste Gastgeberin. Seit Tagen steckt sie in den Vorbereitungen fürs Dinner. Ihr erster Gang früh am Morgen führt sie auch heute zu ihren Schafen. Also wenn ich komme, sage ich einfach guten Morgen, ihr Schafe. Und dann gucke die einen an und sage auch Mö. Also bei uns ist schon so, dass zuerst die Schafe drankommen. Und dann müssen wir so lange weiter mit frühstücken, bis uns die Schafe gehen lassen. So wie die dann was zu futtern kriegen, dann sind die ruhig. Dann sind sie zufrieden. 80 Mutterschafe halten die Jauernicks hier, im hohenloischen Weißlensburg in der Nähe von Öhringen. Ein paar der Lämmchen brauchen besondere Zuwendung, aber das genießt die 58-Jährige sehr. Wenn man die Kleine dann so hat und besonders die, wo man halt so selber so großgezogen hat, nee, das ist schon wie Mutter, ja. Gell? Besonders die bleiben ja dann auch so ruhig brav liegen, die wollen auch gestreichelt werden, gell? Nach der Fütterung dürfen die Mütter der Lämmer nach und nach zum Melken. Jetzt kommt ihr dran. Ingrid teilt sich die Arbeit mit ihrem Mann Karl. Alleine würde sie die Herde gar nicht versorgen können, obwohl sie mit den Tieren gut zurechtkommt. Die Schafe sind für mich so als Frau einfach handlich, mit denen habe ich gut schaffen können. Morgen fängt schon an, dass ich mit meinem Mann zusammen im Melkstand stehe. Und da haben wir nicht so viel Platz. Aber bis jetzt haben wir das immer ganz gut geregelt gekriegt. Karl wird die Hofführung übernehmen, wenn die Frauen morgen kommen. Natürlich, ein bisschen aufgeregt bin ich schon, das ist logisch. Ich hoffe, dass ich denen das Richtige erzählen kann und dass sie mir das glauben, was ich erzähle. Aber ich freue mich schon. Über 100 Liter Milch bekommen die Jauernicks jeden Tag von ihren Schafen. So, ist prima. Bis abends wieder gemolken wird, stehen die Tiere im Offenstall oder auf der Weide. Für die 300 Meter zwischen Stall und Wohnhaus nehmen die Jauernicks meistens das Rad. Seit 34 Jahren sind Ingrid und Karl ein Paar. Sie haben drei erwachsene Töchter. Zum rituellen Frühstück nach der Stallarbeit kommen oft die jüngste Tochter Hanna und ihr Freund Valentin vorbei, Ingrids Küchenhilfe. Den kenne ich gar nicht. Und wenn du die Lämmerhilfe geholt hast, wirst du dann anfangen zu kochen, oder? Mhm. Okay. Ich bin in der Kreisküche. Lagebesprechung für den großen Tag. Wie lassen sich Hofarbeit und Dinnervorbereitungen koordinieren? Gut, dass Ingrid sich auf Hanna und auch deren Freund Walli, wie ihn alle nennen, verlassen kann. Ich weiß, dass der Walli das ganz toll macht, dass er das einfach kann. Aber wir haben schon uns jetzt frühzeitig überlegt, was wir kochen und haben es auch zum Großteil mehrmals Probe gekocht. Also ich habe jetzt da keine Bedenken. Und ich mache das gern. Und ich glaube auch, dass wir gut zurechtkommen. Nach der kurzen Frühstückspause geht es weiter. Jeden Morgen fährt Ingrid in ihre Käseküche, um die Schafsmilch frisch nach Bio-Richtlinien zu verarbeiten. 10 verschiedene Sorten stellt sie her. Für ihren Weichkäse heute gibt sie sich besonders viel Mühe.
gesagt, es gibt eine Käsemorte für den Dinner und da wollen wir einen Weichkäse machen mit Kräutern. Und deshalb müssen die Bruchstücke jetzt ein bisschen größer sein. Aber ich denke, so wie sie jetzt gerade sind, können wir vielleicht die Kräuter schon untermischen. Über die Jahre hat Ingrid ein feines Gespür für ihre Schafskäse bekommen. Alles ist hier Handarbeit. Das schätzen auch ihre treuen Hofkunden. Erstmal schmeckt es sehr lecker. Wobei das halt bei vielen Leuten irgendwie im Kopf drin ist, die meinen immer, der Schafskäse, der hat einen besonderen Geruch und der riecht scharf oder stark. Aber wir verarbeiten ja die Milch jeden Tag frisch zu Käse. Und die Milch lagert nicht. Und deshalb denke ich, dass da dieser Geschmack, wo bei manchen im Kopf drin ist, der kann eigentlich gar nicht aufkommen, wenn man die Milch jeden Tag frisch verarbeitet. Ob Ingrid mit ihrem Bio-Käse bei ihren Gästen punkten kann? Das morgige Dinner wird es zeigen. So. Wenn die Landfrauen kommen, dann gibt es bei uns ein Gericht, wo rundum scharf ist. Als Vorspeise gibt es Tomatenbett mit verschiedenen Käse. Als Hauptgericht gibt es Lammlachse mit Kräuterhaube und Gemüse und Kartoffelpudding. Als Nachtisch gibt es bei uns Schafjoghurtcreme mit Schokoladeküchle und Erdbeerkompott. Währenddessen machen sich Hanna und Karl auf den Weg zur Schafweide. Mit dabei sind die Border Collies Asko und Till. Wenn das Wetter gut ist, dürfen die ostfriesischen Milchschafe den Tag auf der Weide verbringen. Ist die abgefressen, wird umgesteckt. Die Arbeit als Schafbauer ist hart, aber Karl liebt den Umgang mit den Tieren. An für sich haben wir die Schafe halt gern. Ne? Herzklose, oder wie man sagen will. Hier im Ohr hängt auch eins drin. Ja, wir können uns eigentlich für andere Tiere mehr vorstellen. Man könnte sagen, dass die Jauernicks ihr Glück gefunden haben. Bekanntlich geben Schafe nicht nur Milch, sondern liefern auch Wolle. Und die soll Teil des Gastgeschenks für die Landfrauen werden. Hanna kämmt die gewaschene Schafswolle, die später in einem von Ingrid selbst geflochtenen Weidekorb drapiert werden soll. Wie Wolle verarbeitet wird, zeigt Ingrid regelmäßig auch Kindergruppen, die auf den Hof kommen. Mutter und Tochter legen sich richtig ins Zeug, damit alles rechtzeitig fertig wird. Ich habe nicht viel Zeit für Hobbys, aber Korbflechte, das ist absolut, also, was ich ganz gern mag. Und da habe ich gedacht, dass das auf jeden Fall passt. Die Schafwolle wäscht und kämmt Ingrid nur in kleinen Mengen. Was die Landfrauen wohl mit der original Jauernickschen Wolle anstellen? Für Socke wird jetzt die Wolle nicht ganz reichen, aber wir haben so viel Wolle, dass ich denen gerne noch ein paar Kilo mitgebe. Und dann dürfen sie das daheim selber waschen und spinnen. Und das macht sicher Spaß. Ja, noch ein kleines bisschen. Ich tue jetzt die Körble gleich fertig richten. Mhm. Auf einem Schafhof fällt viel Arbeit an. Seit 10 Jahren hat Ingrid eine zuverlässige Hilfe an ihrer Seite, Elke. Elke ist alleinstehend und braucht Unterstützung im Alltag. Die Jauernicks haben sie aufgenommen. Hier fühlt sie sich wohl und hilft mit, wo sie kann. Elke liebt es, sich um die Tiere zu kümmern. Das Füttern der Dammhirsche gehört mit zu ihren Aufgaben. Das ist jetzt ganz prächtig. Komm, hopp, hopp. Jetzt holt sie mir wieder ab. Ja. Hier her. Komm. Rein, rein. Die Dammhirsche, die haben wir schon 28 Jahre lang. Wir hatten den Hügel hier und Connor wollte den abmähen. Und dann hatte Karl die Idee gehabt, da könnten wir Hirsche reintun. Hier haben die Tiere Platz und vermehren sich. Das ganze Jahr über sind sie draußen. Nächste Station, die Schweine.
sehr gut. Die vier schwäbisch-hellischen Schweine sind Ingrids dankbarste Resteverwerter. Beim Käsemachen fällt der Molke an. Und Molke ist ja bekanntlich sehr gesund, egal ob man es trinkt oder drin badet. Und deshalb haben wir die Schweine. Weil wir trinken schon ein bisschen Molke, aber so viel können wir nicht trinken, damit die ganze Molke weg wäre. Abends kommt noch einmal die Familie zusammen. Auf morgen. Morgen um diese Zeit steht Ingrid für die Landfrauen in der Küche. Der Tag ist durchgeplant. Also morgen ist nichts mit Ausschlafen bis Mittagessen, sondern... Das gewinnt man sicher schnell ab. Aber um 11 Uhr sind wir alle dahüber, gell? Ja. Auch ihr, ne? Ja. Ja. Sauber, fein anzogen. Genau. Ja. Oder? Hi, Luis! Hi. Enkel Luis kommt noch kurz vorbei. Und Ingrid weiß, wie sie ihm eine Freude machen kann. Luis, hast du Lust, Bogen zu schießen? Ja. Und um was schießen wir? Um einen Käse. Um einen Käse. Gut, das ist für mich kein Problem. Du gewinnst. Gut. Deiner, meiner? Das Bogenschießen, das ist dann Erholung. Das ist ja Hobby. Und Hobby macht ja Spaß. Und da, also da kann man dann eigentlich eher loslassen. Weil dann war so, gut, jetzt habe ich alles fertig geschafft, jetzt kann ich noch ein bisschen mich da dem widmen. Der Schuss saß. Ich denke, das war jetzt gerade gutes Omen, genau. Doch, ich glaube, wir sind morgen vielleicht auch so top wie jetzt gerade. Das wäre gut natürlich. Und dann ist der große Tag da. Heute geht Ingrid nach dem Schafefüttern nicht mit in den Melkstall. Das Menü hat Vorrang. Ihr fehlt noch eine Zutat, die sie ganz frisch ernten will. Im Moment ist es bei uns noch sehr mühsam, die richtige Erdbeere zu finden, weil die sind einfach noch nicht ganz so rot, wie ich sie gern gehabt hätte. Aber wir kriegen so viel auf jeden Fall zusammen, dass wir heute das für unseren Nachtisch verwenden können. Das ist ausreichend. Um diese Zeit ist der Lecker aufs Landbus schon unterwegs in Richtung Hohenloher Land. Auf das Wiedersehen mit Ingrid freuen sich Michaela vom nördlichen Bodensee, Christine aus Rheinhessen, Helga aus Baden, Ulla ebenfalls aus Rheinhessen und Bianca aus Oberschwaben. Die Stimmung ist wie immer super bei uns. Also es ist auch einfach schön, wieder alle zu sehen. Wir sind ja schon richtig zu so einer Familie zusammengewachsen. Ich bin gespannt, was es tatsächlich für ein Betrieb ist. Weil sie hat zwar von Tieren erzählt, aber noch nicht viel mehr. Schweine, Schafe, Ziege, so in der Richtung was. Sind wir mal gespannt, wer auf uns wartet. Und was tut sich derweil auf dem Schafhof? Frauenpower in der Käseküche. Also wir tun den Käse von Hand salzen, weil wir einfach nicht so viel Käse haben. So, das muss ringsrum. Sollte das Salz hin. So, sieht da lecker aus. Ich hoffe, dass das meiner Gäste ganz gut schmeckt. Vor der Hofführung für die fünf Frauen hat Karl noch eine andere Aufgabe. Er kümmert sich um den wichtigsten Teil des Menüs, das Fleisch für den Hauptgang, die Lammlachse. Das Tier stammt vom eigenen Hof. Karl hat es selbst geschlachtet. Die Lachse ist das zarteste Fleisch vom Lamm, weil es aus dem Rücken stammt und nicht, die Muskeln nicht bewegt werden. Also nicht so wie in der Keule, wo praktisch das beansprucht wird. Aus dem Grund haben wir es ausgewählt, weil es eigentlich das zarteste und das beste Fleisch ist vom Lamm. Im Bus dreht sich jetzt alles um die Gastgeberin. Ich glaube, der Ingrid geht es im Moment sehr gut. Sie ist ein taffer Typ und ich denke, sie hat es voll im Griff. Also ja, grundsätzlich ist die Ingrid ja eher so ein gelassener Typ. Aber letztes Mal war sie schon so ein bisschen aufgeregt. Also ich denke, sie wird schon ein bisschen nervös sein.
Ich glaube, dass sie jetzt einfach gerade schnipfelt, in der Küche steht und sie vorbereitet. Stimmt, genau. Ingrid ist gerade bei der mehrteiligen Vorspeise. Aus dem frischen Weichkäse, aus Eiern und Gewürzen rührt sie eine Füllung an. So, dann brauchen wir nur noch das Gemüse. Die Mischung ist für Schafskäsetäschle bestimmt. So, wenn wir die Masse dann haben, dann könnte man ja eigentlich mit Nudeln aus Welle anfangen. Der Kochwettbewerb hat begonnen. Wie ist die Stimmung? Jetzt gerade im Moment geht es mir eigentlich noch ganz gut. Bisher läuft alles nach Plan. Mal sehen, wenn es so weitergeht, dann bin ich ganz zufrieden. Im Moment werde ich schon leicht nervös, ja, weil ich gerade denke, wir müssen noch sehr, sehr viele Sachen machen. Und ja, die Uhr läuft. Wie viel wollen wir für jeden? Zwei, gell? Mhm. Oder drei? Zwei. Zwei und fürs Küchenpersonal. Wally, nächstes. Käsetäschle selbst gemacht, das ist filigrane Handarbeit, die Zeit braucht. Wally und Ingrid lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Schließlich haben sie ein prima Notfallkonzept. Die, die nicht so schön sind, die werden bei mir verschwinden. So wie der. Schmeckt gut. Na, hoffentlich bleibt noch genügend für die Gäste. Auf was hätten die denn Lust heute? Auf Käse würde ich mich freuen, egal in was für einer Variante. Was ich besonders Lust hätte, ich mag so gern Fleisch essen. Von dem her wäre es ganz toll, wenn es irgendwas Fleischiges geben würde. So ein Vollkornbrot mit ein bisschen Butter, also irgendwie was ganz Einfaches, aber mit schönen Zutaten oder auch vom eigenen Hof. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Da können doch einige Wünsche erfüllt werden. Vorspeise Nummer 2 sind gebratene Paprika, die mit einem Schafskäse nach Feta-Art überbacken werden. Als drittes gibt es eine Käseschnecke aus Hefeteig. Mit Wally, der in Stuttgart Umweltschutztechnik studiert, hat Ingrid einen erprobten Beikoch. Also wenn man hier ist, dann ist man sehr gewohnt, dass immer viel zu tun ist. Und von dem her sind dann alle froh, wenn dann jemand da ist, der für ein Mittagessen sorgt. Während die Ingrid zum Beispiel noch in der Käserei zu tun hat. Und von dem her ist schon sehr oft so, wenn ich hier bin, dass ich dann auch für das Mittagessen zuständig bin. Im Dinnerraum nebenan kümmert sich Tochter Hanna schon einmal um den Esstisch. Oh, das ist aber toll, dass du schon angefangen hast, Hanna. Super. Ja, Besteck muss man noch hin. Okay. Und dann die. Das mache ich jetzt. Tischkärtchen. Die magst du auch, oder? Ja, aber ich habe mir jetzt überlegt, ja. Guck mal, ob du das auch gut findest, wenn wir die Gastgeschenke gleich hier draufstellen. Mhm. Ja, den kann ich jetzt hier hinstellen. So. So, unsere schöne Serviette. Die man mit sehr viel Mühe. Jetzt habe ich noch zwei Namensschilder. Ist da oben schon eins? Da vorne. Da vorne. Zuletzt noch die Votingkarten. Die 10 ist die Bestnote. So, jetzt sind wir fertig und ich finde es so gut. Ja, ja, mir gefällt es auch. Also das gut, dann machen wir weiter. Ich gehe in die Küche und du solltest dann, glaube ich, ja, im Stall aufmachen. Ich gehe in den Stall. Als nächstes kommt die Schafsahne fürs Dessert dran. Halt, schon zu fest, das geht so schnell. Das war jetzt echt so ein Moment, ja. Geht der noch? Das ist die Schafsahne ist so was von schnell. Mhm. Geht noch. In unserer Schafsjoghurtcreme ist jetzt natürlich, wie das Wort schon sagt, unser Schafsjoghurt. Dann Puderzucker und halbe Zitrone, Saft von einer halben Zitrone. Und ich tue jetzt noch ein bisschen Vanilleschote rein, damit es noch ein bisschen feiner aussieht. Wenn ich das mix, dann würde das wieder mehr oder weniger die Sahne zerfallen. Und so zieht man das locker unter und dann ist das nachher ganz bestimmt so locker, wie man die Creme eigentlich haben möchte. Passt du auf, dass die Schale auch gut weggeht? Oder weg ist, weil wir haben kritische Landfrauen bei uns und da
da können wir uns heute keinen Patzer erlauben, gell? Zur Schafjoghurtcreme gibt es Rhabarber-Erdbeerkompott. Auch dafür hat Ingrid ganz genaue Anweisungen, wie es schmecken soll. Tust du mir zuerst nicht zu viel Zucker rein, damit es nicht zu süß wird. Mhm. Jetzt sollte man vielleicht noch was zum Umrühren haben. Und damit ist gut vorgesorgt für den dritten Gang. Das passt, denn die Gäste sind gleich da. Die Landfrauen halten schon Ausschau nach dem Hof. Wo sind wir? Gut, gut. Oh, hier, der Wind ist ja gut. Oh, oh. Die Michaela, krieg ich schon, jawohl. Nein, Bianca ist das halt, Bianca. Hey, hallo. Zur Feier des Tages sind auch Ingrids Tochter Katrin mit ihrem Mann und Sohn Luis gekommen. Auch sie wollen die Gäste begrüßen. Hallo, Runa. Hallo. Hallo, Helga. Hallo, ja, genau. Aber von der Familie, das passt. Also ich hatte jetzt natürlich jetzt keine genaue Vorstellung, aber wenn man sie so zusammen stehen sieht, dann denkt man, ja, gehört so. Also dann auf den Tag. Toll. Zur Begrüßung gibt es Holundersekt und kleine Snacks. Der Walli hat es gebaggert. Der Walli, das ist meine Küchefee. Also ich war total überrascht über die Küchefee und fand es auch ganz schön, mal so eine männliche Küchefee da mitzukriegen. Also ich radel jetzt ab, weil ich ein kleines Stück weg bin. Und deshalb habe ich mein Fahrrad dabei. Gell? Ah. Wieso fährst also, du mit? Oh nein, okay. Weh, das geht nicht. Okay. Also jetzt kommt ihr mit mir, wir machen jetzt die Hofführung. Jetzt kommt Karls großer Auftritt, allein unter Frauen. Er beginnt den Rundgang im Schafstall. Der Traum ist immer, ja. Die jüngsten Tiere sind gerade einmal 2 Wochen alt und noch bei den Müttern. Und natürlich verlieben sich die Landfrauen sofort in die Lämmchen. Guck da mal das andere Fell. Ah, es war total süß, die Lämmchen. Also da mit denen zu schmusen und da kann man sich gar nicht vorstellen, dass die nachher geschlachtet werden oder so. Das war richtig schön, ja. Auch Bianca ist völlig hin und weg und muss näher ran an die Kleinen. Die Schäfle finde ich wunderschön. Also ich finde so Schäfle, das ist was ganz Besonderes, wenn man es mit dem Arm hält. Und es ist so weich und so zart und ist eine ganz andere Form von Tier wie jetzt wie eine Kuh. In der Küche ist die Beilage zur Hauptspeise dran. Es soll Kartoffelpudding geben. Dazu müssen als erstes gekochte Kartoffeln durch die Presse. So, das ist jetzt die richtige Menge für unsere Puddingform. Hast du das Rührgerät weggeräumt? Okay, ich hab's. Gut. Wissen wir der Pudding auswendig, das Rezept? 600 Gramm Kartoffeln. Geschmolzene Butter, 200 Gramm. Dazu 5 Eigelb und 150 Gramm Ricotta, gut miteinander vermengen. Jetzt würde ich sagen, aber das müssen wir noch mal abschmecken, weil ich jetzt nicht so viel Salz rein habe. Ob das so okay ist. Warte, könnt ihr von mir. Könnten wir noch ein bisschen rein, oder? Mhm. Ist arg fad schon. Ah, noch ein bisschen Pfeffer, oder? Ich würde auch noch ein bisschen Pfeffer und vielleicht sogar auch noch ein bisschen Muskat. Okay. Ja, es klappt gut. Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Wer jetzt der Chef ist, schwierig zu sagen. Das spielt sich so ein bisschen hin und her zum Teil. Manchmal habe ich das Gefühl, Ingrid ist vielleicht ein bisschen zu chaotisch. Und dann kann ich versuchen, das ein bisschen auszugleichen. Aber manchmal bin ich vielleicht nicht schnell genug. Und dann kann die Ingrid mir ein bisschen Feuer machen. Bei der Hofführung ist jetzt der entspannende Teil dran. Ein Picknick im Grünen. Es war einfach toll, auf die
Wolldecken zum Sitzen im Gras und so einen tollen Käsekuchen essen aus Schafskäse. War richtig gut. Danach geht es weiter zur Wollstation. So wie sie geschoren ist. Genau. Wollen wir heute Abend das Dinner hin, wollen wir uns jetzt noch ein bisschen körperlich betätigen. Sehr gut. Und dann haben wir gedacht, wir waschen jetzt einmal Wolle. Aha, schön. Ja. Wir machen das immer mit den Füßen. Ah. Muss eure Schuhe rausziehen und eure Hose hochkrempeln. Nein. Ja, Moment, Moment. Guck mal rein, aufs Konto. Nein. Jetzt kommt. Kommt. Okay. Kommt. Wasser läuft. Es ist kalt, zifrig, oder? Gut, gut, gut. Gut. Jetzt, sehr warm. Gut. Ich denke, da laufe ich jeder einmal durch hier. Ich habe gedacht, das war der Stampfer. Oh, was denkst du, das riecht? Das war für die Füße, also das war für den Körper ein richtig gutes Erlebnis, weil die war so, also da war sehr viel Lanolin noch drin in der Wolle, das hat man gespürt. Und auch die Füße waren danach total weich, die Haut. Die Käseschnecken zur Vorspeise müssen in den Ofen. Und die Ricotta-Kartoffelmasse kommt in die Puddingform. Die heiße Phase beginnt, in jeder Hinsicht. Ja, jetzt wird es uns warm, sagen wir mal. Jetzt läuft hier der Herd die ganze Zeit durch und der Backofen läuft. Und wir sind auch in Bewegung jetzt. Dann ja, und innerlich wird es uns auch warm. Also nicht nur die äußeren Einflüsse, sondern ich glaube, das Innere heizt auch ein bisschen ein, oder? Jetzt also ist warm. Und jetzt kann auch der Pudding in den Topf, da kocht's. Also der Kartoffelpudding, ja, der ist schon ein bisschen heikel. Ja, der goldene Moment ist der Moment, in dem man es versucht, aus der Form zu stürzen. Und wenn er dann nicht kommt oder nicht am Stück rauskommt, dann haben wir Pech. Dann gucken wir blöd. Ja. Als weitere Beilage zum Lamm gibt es frischen Spinat auf Kohlrabi. Um den kümmert sich Walli an der Brotschneidemaschine. In Scheiben dient der Kohlrabi als Tablett für den Spinat. Die Dicke passt so, oder? Ja. Weiter mit Karls Hofführung. Die saubere und gekämmte Wolle muss nun gewickelt werden. Erst dann ist es möglich, einen Faden zu spinnen. Einfach drehen. Noch ein paar Versuche. Oh, wir haben eine schöne, feine Wolle. Christine ist experimentierfreudig und wagt sich ans Spinnrad. Den Fuß einfach drauf lassen. Ruf stehen lassen, nicht weg, du den Fuß. Einfach drauf stehen lassen. Aber dann bewegst du es doch gar nicht. Ich weiß, warum dich da nicht sitzt. Ja, ja, genau. Gleichmäßig drehen. Langsam, gleichmäßig drehen. Ja, gut, also wenn das irgendein Fachmann beobachtet hat, was wir da produziert haben, dann wäre die Bewertung wohl eher schlechter ausgefallen. Aber Übung macht den Meister. Und wenn wir jetzt fleißig weiter spinnen, dann klappt es vielleicht irgendwann. Ingrid und Walli überwachen den Kartoffelpudding. Gleich müsste er gar sein. Jetzt kommen die langsam. Dann müssen wir kurz offen lassen, bis der sich ein bisschen beruhigt. Ja. Das in den Grill. Gutes Timing ist alles. Um 7 soll es losgehen mit dem Essen. Genügend Zeit für die Frauen, den Dinnerraum zu inspizieren. Ja, schön. Ja. Das sind eure Gastgeschenke. Oh, danke schön. Oh, das kleine Schäfchen. Und dann haben wir erfahren, dass die Ingrid diese Körbe selbst geflochten hat. Also das war sehr beeindruckend. Zeit für die Vorspeise. Wie steht's mit dem Anrichten? Ja, die Käseschnecken, die brauchen noch ungefähr 5 Minuten. Genau richtig, um den Bratkäse in die Pfanne zu bringen. Der vierte Teil der Käsevariationen. Dann lege ich jetzt die Paprika unter den Grill. Ja, mach das. Genau. Bisher läuft alles nach Plan, auch bei Karl und den Gästen. Das ist ein regionaler Wein, der kommt von unserer Gegend. Und zwar, das ist ein trockener Weißburgunder. Mhm. Oh ja, lecker. 2012. Ja, danke schön.
schön. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt kann der erste Gang angerichtet werden. Zu den lauwarmen Käseschnecken gesellt sich ein Bratkäse direkt aus der Pfanne. Und zwei auf den Punkt gegarte Käsetäschle. Am Dinnertisch genießen die Frauen den Weißwein. Jetzt noch das Tomatenbett als Farbtupfer in die Mitte und die überbackene Paprika dazu. Fertig ist das Käsefestival. Mhm. Ich denke, jetzt geht's gleich los. Der erste Menügang wird kommen und guten Appetit. Danke. Danke. Ja. Danke. Oh, Karl, Gott sei Dank. Jetzt muss es schnell gehen. Der Käse verliert an Aroma, wenn er nicht warm serviert wird. So, hallo. Endlich dürfen wir uns auch mal zeigen, dürfen von unserer Küche hier vor. So, einmal für die Christine, einmal für die Bianca. Dankeschön. Karl, kannst du Helga Brot? Oh, dankeschön. Also ich würde sagen, wir fangen an, weil ihr wisst ja, wie schnell das Essen kalt wird. Gell? Also, guten Appetit. Danke. Dankeschön. Gucken. Delikat. Also die ganze Käsesache sind von uns. Mhm. Das ist sehr gut. Aber also ganz lecker. Nicht ganz lecker. Alles gut soweit. Auch die Hofführung hat gefallen. Aber das Spinne ist gar nicht so einfach. Nee. Mhm. Mit was haben wir gesponnen? Mit Stöckle oder mit Spinne? Mit Stöckle. Mit beidem. Und dann haben wir uns da versucht und das ist ja so. Respekt, Respekt, ne? Für die Frau, die das früher gemacht hat. Und da kann man sich mal vorstellen, was es bedeutet, wirklich Wolle zu verstricken, zu machen. Oder dann einen Teppich, also größere Menge, größere Fläche. Also hallo, mein Respekt echt. Respekt auch für Ingrids ersten Gang. Die Variationen vom eigenen Schafskäse werden von den Frauen genossen. Bis zum letzten Bissen. So, Mali. Und wie war's? Also ich glaube schon, dass jetzt allen geschmeckt hat. Jeder hat zumindest gesagt, es wäre gut und jeder hat seinen Teller gegessen, kein einziger Krümel mehr zurück. Das ist also gut. Genau. Du darfst auf jeden Fall keine Pause machen. Ich darf keine Pause machen. Du musst sofort abstellen und dann geht's weiter. Die Pfanne ist schon heiß. So, für was hast du mich jetzt vorgesehen? Gut. Bedeutet auf zur Hauptspeise, der Königsdisziplin. Die Lammlachse müssen zunächst nur ganz kurz, aber scharf angebraten werden. Aber jetzt habe ich so eine Figur genommen. Naja, okay. Nach dem Vergnügen kommt die Arbeit. Die Frauen bewerten den ersten Gang in einer Skala von 0 bis 10 Punkten. Am Schluss wird dann zusammengezählt. So ein Schafskäse, wenn er warm ist, das ist was Herrliches. Das hat einfach was gewisses, gewisse Etwas. Das war sehr mit Liebe gemacht und viel Mühe. Sehr harmonisch von jedem was. Also hat mir sehr gut gefallen. Und geschmeckt natürlich. Du kannst die schon, glaube ich, umdrehen. Ja, ich habe. Die sollen nicht zu lange in der Pfanne bleiben. Das Küchenteam zieht das Tempo an. Das Fleisch braucht nur noch einen kurzen Moment. Und auch der Kartoffelpudding darf den Topf verlassen. Bevor die Lammlachse zum Garen in den Ofen kommen, erhalten sie noch eine Marinade als Aromakick. So, hier habe ich so einen Senf mit verschiedenen Kräutern drin. Rosmarin ist drin, Salbei und Thymian. Und es ist ein Dijon-Senf. In der Folie eingepackt schmort das Fleisch im Ofen weiter, bis es gar ist. Und so bleibt der ganze Saft im Fleisch. Sehr gut. Jetzt der große Moment. Gelingt der Kartoffelpudding? Walli. Tada! So. Der
geht raus. Der alles entscheidende Moment. Geht raus. Super. Ist gut, Eik fit. Glück gehabt. Cool. Gut, dann. Ja. Okay. Geht's jetzt Schlag auf Schlag. Genau so ist es. Ingrid bestreicht die Lammlachse mit einer Haube aus Eisschnee und Kräutern. Hat es schon die hohe Temperatur? Machen wir schon mal nicht. Noch ein paar Minuten unter den Grill und die Kräuterhaube ist schön kross. Jetzt zu den Gemüsebeilagen. Es gibt noch Karotten zum Spinat und dem Kohlrabi. Alles ist servierbereit. Also, merkt, dass hier in der Küche ziemlich warm ist. Es ist braun und brauner darf es nicht mehr werden. Das heißt? Schon wird schwarz. Raus. Und das heißt, jetzt tun wir das lieber schnell raus. Hier. Ja, diese Kräuterkruste ist da schon. Ingrids Menü erfordert perfekte Zusammenarbeit. In den letzten Minuten vor dem Servieren muss vieles gleichzeitig passieren. Aber alles steht und fällt mit dem Fleisch. Haben Ingrid und Walli den richtigen Garpunkt erwischt? Noch rosa? Okay. Ah, das sieht perfekt aus, oder? Stimmt. Und rauf damit auf die Teller. Walli, wo gehst du mit dem Fleisch? Auf die Soße? Auf die Soße, ja. Auf die Soße. So, und ich soll jetzt Fleisch verteilen, Walli? Mhm. Zwei Stück auf jeden. Zwei. Das dritte kommt gleich. Für Vegetarierin Helga gibt es Gemüsebratlinge statt Fleisch. Und raus damit. So schön. Ja. Ja. Meine. Da war ja Künstler am Werk. Ja. Dankeschön. Oh, das ist ja fein. Ja, sehr schön. Guten Appetit. Dankeschön. Die Soße hat die Küchenfee gezaubert. Das Fleisch wird super lecker. Die männliche Küchenfee. Mein Mann konzentriert sich aufs Fleisch. Soße ist unwichtig. Echt? Ja. Kochen oder essen? Kochen. Also wenn er mal kocht, dann... Dann gibt's Fleisch, pur. Mhm. Ein paar Kartoffeln. Gell? Meiner kocht. Mhm. Alles. Meine macht Rührei besonders gut. Ah, okay. Gut. Naja. Meiner kann wunderbar aufwärmen. Oh, auch nicht schlecht. Helga, wie schmeckt die Variante in vegetarisch? Die Variante ist sehr gut. Sehr, sehr fein. Wieder scheint es, als hätten Ingrid und Walli alles richtig gemacht. Das Gemüse hat Biss und auch der Kartoffelpudding hat die richtige Konsistenz. So, Walli. Oh, ah, was ist mit dir los? Hallo. Hast du gerade Pause? Ich habe gerade kurz gewartet auf dich. Gut. Und sind die Teller leer? Alle leer, bis auf so ein bisschen Grünzeug. Aber ich meine, das können wir verkraften, oder? Das war ja nicht zum Essen gedacht. Okay. Auf zum Finale. Zur Schafjoghurtcreme gibt es einen Schokokuchen. Aber nicht irgendeinen. Es ist ein Schokokuchen. Sagen wir mal, er ist relativ fies. Für die Hüfte vielleicht. Hauptbestandteil ist auf jeden Fall nicht Mehl. Ist schon sehr viel Schoki drin und auch ordentlich Butter und viele Eier. Also der hat schon in sich, der Kuchen. Das säuerliche Rhabarber-Erdbeer-Kompott sorgt da zusammen mit der Creme für einen angenehmen Gegenpart. Bevor die Frauen Ingrids Nachspeise probieren dürfen, ist aber erst die Bewertung des Hauptgangs dran. Wie kamen die Lammlachse, das Gemüse und der Kartoffelpudding an? Zeigen sich die Landfrauen beeindruckt von Ingrids Kochkunst? Was mir am besten geschmeckt hat, war das Lamm. Das fand ich richtig lecker, war richtig zart, war genau richtig. Oder auch die Kohlrabi mit dem Spinat. Sehr gute Kombination und sehr schön auch. Einfallsreich gemacht und auch dekoriert. Ja. Was ich auch vorher noch nie gegessen habe, einen Kartoffelpudding. Oh, es war höchst lecker. Fantastisch gut. Damit das Dessert ebenso gut wird, sind beim Anrichten noch einmal Sorgfalt und Konzentration gefragt. Zum Kakaoschaf portioniert Ingrid zwei Klacks von der durchgekühlten Schafjoghurtcreme mit Schafsahne.
Dazu das reichhaltige Schokoküchlein und das Kompott aus Rhabarber und Erdbeeren aus dem eigenen Garten. Sind die zwei denn zufrieden mit sich? Doch, ich bin natürlich stolz. Und ich glaube, er freut sich auch, weil deine Frau hat sie alle nicht geschmeckt. Und ich glaube, wir können zufrieden sein heute. Ja. Jetzt gucken wir halt mal, ob der Rest auch gut ankommt. So, jetzt ab zum Finale. Karl, bitte. Also, du weißt jetzt, wie es hingestellt wird. So, dass man Schäfle sieht. Ja, genau, dass es nicht auf dem Kopf steht, oder? Ja, gut. So, hat leider ein bisschen länger gedauert, bis man die Schäfle da zurechtgezottelt hatte. Also, dann guten Appetit. Dankeschön. Ja. Und was hast du drin? Schafjoghurt und? Und Schafsahne. Und mit Sahne. 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 Ja, ja. Sahne. Ja, ja. Das Cremige. Ja. Aber ich finde, schmeckt das geil, dass es scharf ist. Ein bisschen Vanille drin, gell? Ja, also Schafsahne hat es wirklich nur heute gegeben. Gell? Wieso? Weil so viel Milch gibt es nicht, dass wir die immer in den Rahmen können. Ach so. Ich finde, es schmeckt viel frisch. Besser. Ja. Wie? Das ist so ein bisschen wie Butter, ne? Cremig. Ja, oder ja, ja. Also viel besser wie Kuh. Absolut seriös. Ein richtiger Genuss. Das ist das, gell? Unglaublich. Unglaublich lecker. Am Tisch ist man einer Meinung. Die Nachspeise ist unglaublich gut. Zum Wohl. Auf dich. Jetzt kann Ingrid erleichtert mit anstoßen. Sie hat als dritte von sechs Gastgeberinnen das Wettkochen hinter sich. Halli! Hallo! Ah, Ingrid, ich glaube, wir haben alles geschafft. Oh, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Okay. Das war's für heute. Gut hast gemacht. Und die nette Frau drinne, die würde gern der Küchefee dann auch noch. Ja, da komme ich noch kurz mit rein, natürlich. Ja, gut. Und ich sehe schon, die Nachtischteller sind auch schon wieder alle leer. Ja. Da bin ich sehr zufrieden. Müde bin ich nicht, aber weitermachen möchte ich auch nicht jetzt gerade. Also ich freue mich jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetzen kann und auch mit unseren Gästen noch so ein bisschen was trinken und noch ein paar nette Worte reden. Der Wunsch kann erfüllt werden, aber erst nach dem Voting. Wie kam das Dessert an? Kocht sich Ingrid damit an die Spitze? So was habe ich noch nie. Also das war genial. Genial. Also die Nachspeise war mein Favorit sogar an dem Abend. Also die fand ich toll. Super und toll dekoriert. Schön gemacht. Da muss man sich nur ganz schön anstrengen. Ingrids Enkel Luis kommt mit der Box und sammelt die Karten mit den Bewertungen ein. So, danke schön. Tschüss. Tschüss. Die Auszählung ergibt, mit 134 Punkten setzt sich Ingrid an Platz 1. Aber es stehen ja noch drei Dinner an. Und für heute heißt es nur noch entspannen und gemeinsam genießen. Für das nächste Dinner treffen sich die Landfrauen bei Ulla Bernhard Räder in Flomborn, Rheinhessen. Wenn die Frauen zu mir kommen, dann wird es einiges aus unserem Garten geben, vor allen Dingen die Kräuter und den Salat. Später dann Hähnchenfilet und zum Nachtisch gibt es ein Basilikumeis. Und ich hoffe sehr, dass es den Frauen schmeckt. Ja, super interessant und lecker, ja, gell? Genau. Ja. Ja. Ja.